Gibt's was Neues über unseren Gruselwurf zu berichten? Nein, er überprüft immer noch das Navigationssystem. Mist. Dann können wir vermutlich nur warten. Okay, herzlich willkommen zurück bei Broken Age, meine Lieben. Nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder Zeit, hier ein bisschen weiterzuspielen. Und ich habe gerade diesen Satz so verstanden, also dass sie jetzt hier ein bisschen länger warten, die beiden, habe ich tatsächlich gerade so verstanden, dass wir hier nicht weiterkommen. Das könnte sein, dass wir jetzt mit Shay erst weiterspielen müssen. So, nämlich wir können ja hier runter und wechseln, ne? Weil, soweit ich mich erinnere, haben wir tatsächlich alles erreicht. Alles erreicht, was wir wollten, den Plan ausgeführt und alles pipapo. Das heißt, tatsächlich denke ich, dass die Lösung jetzt Shay zu nehmen die beste wäre. Also, machen wir das doch glatt mal. Und los geht's. Mein Sohn? Mein Sohn, alles in Ordnung. Es gab einen Unfall. Bist du verletzt? Wo ist deine Mutter? Shay! Shay, du musst zu dir kommen. Was? Hä? Wer? Ist alles super, Lisa. Huh? Unser Schiff ist abgestürzt. Deine Mutter ist noch an Bord. Wir müssen sie rausholen. Brückenwächter Gary Splorch. Mein Kopf. Aber hol mich zuerst aus dem Sand hier raus, ja? Mare, Computer, diese hilflosen Geschöpfe. Diese hilflosen Geschöpfe. Wovon redest du? Schon gut, ich helfe mir selbst hier raus. Was? Was zur Hölle? Gucke, ich sag ja, er hat keine Ahnung, dass seine Eltern richtige Menschen sind. Woher hast du diesen Körper? Du musst dich beruhigen, Sohn. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch im... Meine Mutter? Aber du bist nicht... Du bist nicht... Sie ist wirklich... Ja, sie ist wirklich da drin. Und nein, ich werde sie nicht zurücklassen. Wir werden deine Mama da rausholen. Meine... Mama? Ist total merkwürdig, wie wir haben uns in letzter Zeit nicht gesehen. Ich war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und selten auf dem Schiff. Oder was ich für ein Schiff gehalten habe, das angeblich durch das Weltall reist. Wir waren gar nicht im Weltall? Der Punkt ist, deine Mama ist noch an Bord und sie antwortet mir nicht. Hilf mir, einen Weg zurück an Bord zu finden, ja? Na klar, Papa. Okay, dann wollen wir mal. Also der ist total... Ist total merkwürdig, vor allem, aber er hatte ja als Kind richtige Eltern. Also es gibt ja dieses eine Bild, wo er noch klein ist, vielleicht so 6 Jahre alt, und da hatte er ja seine beiden Eltern. Komisch, dass er sich nicht auch an die erinnert hat. Einfach. Naja, ich habe wohl schon immer irgendwie gewusst, dass meine Eltern Menschen sind. Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe. Echte Möwen, nicht aus Garn. Ist das wirklich unser Schiff? Warum sieht es denn aus wie ein... Wie ein Monster? Keine Ahnung. Ich werde versuchen, es herauszufinden, nachdem wir deine Mutter gerettet haben. Müsste hier nicht irgendwo ein Loch drin sein und er versucht da durch den Mund reinzukommen? Wir gehen mal hier rum. Kann ich nochmal mit Papa reden? Also, du versuchst wirklich? Ich versuche wirklich, wieder an Bord zu gelangen. Ich weiß, dass das Schiff Feuer gefangen hat, aber deine Mutter ist noch an Bord. Okay. Dann kümmern wir uns mal darum, da reinzukommen. Aber ich denke mal nicht, dass wir so einfach reinkommen. Weil jetzt sind wir ja wieder quasi ein Stückchen in der Vergangenheit. Das Ding liegt ja hier noch. Ah, vielleicht können wir uns da irgendwie dranhängen. Oder so, mal schauen. Wenn es startet. Zusammen mit also, Bella. Also, wenn wir eigentlich gar nicht im Weltall waren, wo waren wir dann? Oh, hier ist totales Chaos, oder wie? Ach, guck mal hier, das kleine Mädchen. Da gehen wir gleich mal hin. Wir gehen erstmal zu... Ich habe keine Ahnung. Hier oben kommen auch irgendwelche Granaten die Treppe runter. Ich würde nur zu dem Bürgermeister gehen lassen. Nee, es war gar nicht der Bürgermeister. Seid gegrüßt. Ich bin Shay von Loruna. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen? Deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes?
Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. Oh, der hat ja irgendwas verschluckt, ne? Als das hier so runtergekommen ist, das Teil. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. So. Netter Bauplan. Der Arme. Kann nicht mehr reden. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Die Möwe? Echte Möwen. Aber das nochmal. Nicht aus Garn. Geh mal zu ihr. Ach hier, die Schuhmacherin. Hallo, ich heiße Shay. Ich bin Carl. Nein, warte. Weißt du was? Doch. Carol. Ich heiße Carol. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. Die müsste doch oben in den Wolken sein, oder hat sie sich jetzt von ihrem Mann getrennt und jetzt macht sie ja irgendwelche Angelköder, oder wie? Was machst du? Gönne mir eine Pause von meiner Familie und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben. Ich versuche zu angeln, aber es läuft nicht so richtig. Okay, beißen die Fische? Nein, irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so ganz. Sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Du hast ein Kabel. Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt, ohne je irgendwo hingehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Tatsächlich kann er das. Hast du das große Ding gesehen, das auf den Strand gekracht ist? Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Mock Chartra? Ja, was für ein Glück! Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Das stimmt. Genau. Hast du gesagt, Mock Chartra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Gerettet? Ha! Vor was? Ihren liebevollen Familien? Hast du ein Kabel? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. Na dann viel Glück und Petri Heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. Vielleicht können wir von ihr ein Kabel bekommen, wenn wir ihr Haken geben. Müssen wir erstmal nach Haken gucken. Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Ich liebe es. Dann wälz dich doch ein bisschen drum. Köstlich. Drin, nicht drum. Ich sehe hier gerade mal das Viereck hier an der Wand. Das kleine arme Tierchen ist hier durchgeflogen. Ich guck mir das kurz an und gehe mal nach rechts. Das ist einer meiner Hexonauten-Kumpels. Offenbar hat er den Absturz des Schiffs nicht überlebt. Armer Kerl. Haben wir den mitgenommen jetzt? Okay. Offenbar hat er den Absturz des Schiffs nicht überlebt. Armer Kerl. Aha, wir können ihn dann aufmachen irgendwie scheinbar. Okay. Wir müssen scheinbar an sein Inneres. Gehen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, wo die Granaten herkommen. Kann man schon einigermaßen denken, was da los ist. Oh meine Güte, hier ist es offenbar heiß hergegangen. Ui. Sieht aus wie so ein Vulkan jetzt. Alter, der Laser hat es bestimmt ziemlich überhitzt hier alles. Gehen wir mal da rein. Die beiden Mädels sind weg hier, die hier vorne standen. Die Wächterin. Was zum... Hier rein? Dieses Outfit. Operation Löwenzahn. Bist du? Bist du... Ich? In der Zukunft? Bist du ich... In der Vergangenheit? Ich kann es nicht glauben, was ich da sehe. Das ist faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt zwei von uns aushält. Ja, unsere Eltern würden dem wahrscheinlich zustimmen. Ein Shay reicht völlig. Ja, warte mal, wer ist eigentlich Shay? Wir sind Shay. Ich heiße Alex und ich wüsste nicht, dass ich jemals Shay genannt worden wäre. Du bist nicht auf der Bassi Nostra aufgewachsen? Nein, ich bin auf der Maloruna aufgewachsen. Oh, dann sind wir also nicht. Nein, ich glaube nicht. Was für eine Erleichterung. Ja, warte mal. Wieso denn eine Erleichterung? Nichts. Ich wollte nur sagen, dass... Nichts. Gott sei Dank. Okay, nee, der wurde vor ihm losgeschickt, schätze ich mal, irgendwann. Und dann ist sein Raumschiff hier abgestürzt, an derselben Stelle, wie jetzt sein Raumschiff abgestürzt ist. Warum bist du so wie ich angezogen? Und warum bist du so wie ich angezogen?
Hast du auch bei der Operation Löwenzahn mitgemacht? Ja, an Bord dessen, was ich für ein Raumschiff hielt. Aber dann ist es abgestürzt und war gar nicht im All. Und dann war plötzlich das zornige Mädchen da und von außen sah mein Schiff wie ein Monster aus. Weißt du, nach dem Absturz sah die Maloruna auch ein wenig seltsam aus, aber ich vermutete, dass es an den leeren Airbags und am Feuerschaden lag. Nun ja, wenn ich nicht aus dem All wäre, würde das meine Reise nach Loruna deutlich vereinfachen. Falls ich dieses Schiff repariert bekäme. Das heißt, er kommt auch nicht aus dem Weltall. Aber dafür hat er aber einen ziemlich tödlichen Todesstrahl an Bord gehabt. Du willst nach Loruna zurück? Du willst nach Loruna zurück? Von da stamme ich auch. Es hieß aber, dass der Planet stirbt. Ja, aber woher sollen wir wissen, worüber wir sonst noch belogen wurden, wenn sie uns schon eine Reise durchs All vorgegaukelt haben? Mein Schiff ist am Strand abgestürzt. Hast du es nicht gesehen? Oh, das war dein Schiff. Ja, warum? Nun ja, könnte sein, dass ich es zu Fall gebracht Was? Habe. Was? Warum? Weißt du, dieses Mädchen Vella wollte das Monster Mok Chotra umbringen. Und nachdem ich ihr was schuldig war... Mok Chotra. Das warst du. Ich lese mir mal kurz alles ein bisschen durch. Wie willst du dieses Schiff zurück nach Loruna bringen? Nun ja, wenn ich meinen Allführer wieder zum Laufen bekomme, bringt er mich zu einem vorherigen Ziel. Solange ich die richtige Melodie in seinen Navigationsspieler komponiere. Okay. Navigationsspieler? Du sprichst von deinem Navigationsschal. Navigationsschal? Deine Mutter stand wohl auf Stricken oder so. Meine hatte nur Musik im Kopf. Alles, was wir auf meinem Schiff gemacht haben, handelte von Musik. Das bleibt jetzt unter uns. Aber ich habe von diesem Musikzeug so ziemlich die Nase voll. Aha. Hast du Loruna gesehen? Wie sieht's dort aus? Keine Ahnung. Ich wurde auf diesem Schiff geboren und meine Eltern haben mir nie Bilder gezeigt. Angeblich stirbt der Planet. Und warum willst du dann dorthin zurück? Ob er stirbt oder nicht, nach Hause zu kommen klingt ziemlich gut nach 300 Jahren in einer Sandburg. Naja, aber wenn mal angenommen, der würde sterben, der Planet, und es wäre schon 300 Jahre her, dann wäre der doch eventuell sogar schon tot. Gut, er hier ist ja jetzt der Beweis, dass es scheinbar nicht so ist, aber... Nun gut. Wo sind deine Eltern? Nach dem Absturz lebten sie noch etwa 20 Jahre lang und starben dann im Abstand von 3 Monaten. Das war einer der Gründe, dass ich in Krysulation gegangen bin. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja noch andere Familienangehörige auf Loruna, wenn ich dort wieder hinkomme. Das glaube ich höchstens irgendwelche Nachkommen von irgendwelchen Geschwistern. Ich glaube es aber eher nicht. Warum sollten sie uns in Raumschiffe setzen, die gar keine Raumschiffe sind? Nun, wir sollten vermutlich nach einer neuen Heimat suchen. Vielleicht haben wir auch nach etwas ganz anderem gesucht und wussten einfach nichts davon. Hattest du auch einen seltsamen Wolf auf deinem Schiff, der dir sagte, dass du die Schiffssteuerung hacken sollst? Komisch. Ich bekam auch solche Ideen serviert, aber es ist mir zu peinlich zu sagen, von wem. Das wüsste ich jetzt aber gerne, wer das war. Komm schon. Sag mir, wer dich darauf gebracht hat, das Schiff zu hacken. Ich begann zu halluzinieren, dass mein Cello mit mir sprach. Es lief herum, redete und sagte mir, dass ich gewisse Dinge von meiner Mutter geheim halten sollte. Oh ja. Hatte dein Cello einen Namen? Nun ja, es nannte sich Merrick. Aber weißt du, ich hatte mir das alles nur eingebildet. Nein, nein, ich hatte auch einen Merrick. Er wollte, dass wir, Mädchen retten. Oder... fangen. Diese hilflosen Geschöpfe waren... Oh Mann, was bin ich froh, dass ich es nie geschafft habe, eine zu retten. Gut gemacht, irgendwie. Brauchst du Hilfe dabei, dein Schiff zu reparieren? Brauchst du Hilfe dabei, dein Schiff zu reparieren? Na sicher, Strauchdiebe haben wichtige Teile mitgehen lassen. Nun, vielleicht haben wir ein paar extra Teile auf meinem Schiff. Es ist unten am Strand. Shay, unser Schiff ist zum Leben erwacht und davongeflogen. Wahrscheinlich per Autopilot nach Loruna. Oh nein, bin das ich in der Vergangenheit? Nein, Papa, das ist Alex. Er war vor vielen Jahren an der Operation Löwenzahn beteiligt. Ray Walter, freut mich, dich kennenzulernen. Sein Schiff ist ebenfalls hier abgestürzt und jetzt will er zurück nach Loruna. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind in einem Löwenzahnkreuzer aus dem Diamantzeitalter. So einen habe ich noch nie gesehen.
Wenn wir mein Schiff zum Laufen bringen, kannst du gerne mit mir zurückkommen und auf Loruna nach deinem Schiff suchen. Mein Sohn, du hast vermutlich gerade eine Möglichkeit gefunden, deine Mutter einzuholen. Ich könnte da meine spezielle Rumpfreparaturmischung anbieten. Würde dir das weiterhelfen? Sicher. Ich wette, dass das Fahrwerk meines Babys hinüber ist. Lass mich nur machen. Unten am Strand habe ich einen Behälter mit gutem Starterenzym gesehen. Ja, das ist mein Papa. Cool. Ja, irgendwie schon. Also, was braucht dein Schiff zum Fliegen und wer hat denn immer noch dein Schiff also, geplündert? Was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und, außerdem muss dein Vater noch die Löcher im Rumpf reparieren und außerdem brauche ich noch einen Strahlenschutzanzug. Dann haben wir noch keine supraleitende Gyroskop-Hypercam und wir müssen noch meinen hochleistungsfähigen Antischwerkraftschubantrieb ersetzen. Sobald wir das alles geschafft haben, können wir abfliegen. Bin dabei. Okay, das sind 4 Sachen, glaube ich. Oder für, ich habe nicht genau gerade alles verstanden, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Was ist ein superleitender Gyro, weiß der Geier? Und wer hat deiner Meinung nach dein Schiff geplündert? Ich verdächtige eigentlich die Wachen da draußen. Irgendwas stimmt nicht, so wie die angezogen sind. Da draußen sind keine Wachen. Weg. Sie haben sich davon gemacht? Mann, vor 300 Jahren waren die Leute noch viel professioneller. Das kann ich dir sagen. Das glaube ich. Und was am Outfit der Wachen hatte ich verdacht? Und was am Outfit der Wachen hatte ich Verdacht schöpfen lassen? Sah es so aus, als würden sie etwas darunter verstecken? Nein, vielmehr, dass sie aus demselben Material gemacht waren wie meine Strahlenschutzvorhänge. Oh. Was ist eine supraleitende Gyro, weiß der Geier? Eine supraleitende Gyroskop-Hypercam. Ein kleines, aber wichtiges Teil für die Schiffssteuerung. Schön. Ich zeichne dir mal eine detaillierte Skizze davon. Gut, mal sehen, ob ich irgendwo eine rumliegen sehe. Hat er mal schnell gezeichnet. Welche Art Hilfe brauchst du denn mit der Verkabelung? Ich brauche ein Genie in Elektronik, das in die hintersten Ecken kommt, löten kann und sich auf einen Blick ganze Leiterplatten einprägt. Okay, das bin ich schon mal nicht. Ich finde jemanden für dich. Gut, bis später. Okay. Vielleicht kann das ja das kleine Mädchen oder der Junge, ich weiß nicht. Sie hat ja immer gesagt, dass es kleine Mädchen wäre. Oder hat sie kleine Männchen gesagt? Nee, es war ein Mädchen. Klamotten haben wir auch noch. Wir haben immer noch den Löffel auch. Irgendwie kann der sowas? Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Wir gucken nochmal. Ich konnte nämlich auch noch in Richtung, andere Richtung, da wo die Schlange war und der Holzfäller, da konnten wir auch noch hingehen. Kann ich hier nichts anklicken? Hey, du hast diese altertümliche Laserspule und den Verstärkerkristall völlig falsch verbunden. Soll ich... Nein, fass bloß nichts an. Das Zeug ist mir ein paar Mal schon fast durchgebrannt und äußerst instabil. Ich kümmere mich bald um die Reparatur davon. Überlass das mir. Schon gut, okay. Schon gut. Das war ja für den Laser. Aber es hatte funktioniert, ne? Jetzt ist bloß wirklich alles irgendwie durchgebrannt, wie es ausschaut. Hier oben kann ich nichts. Hier kann ich noch. Hier die Noten. Was ist das? Kann ich dann keine Ahnung. Noten. Machen wir hier. Irgendeine Anordnung von Zeichen. Vielleicht brauchen wir das später noch. Ich lasse es da mal hängen. Keine Ahnung. Gut. Dann gehen wir mal gucken. Seltsam. Mir kommt das vor, als hätte ich diese Pyramide schon mal gesehen. Und das nicht erst vor einer Minute, als ich reingelaufen bin. Ich meine, wie in einem Traum. Beinahe. Ach so. Haben wir die schon mal gesehen irgendwo? Nee, keine, weiß ich nicht. Keine Ahnung, fällt mir nicht gerade ein. Unser Schiff? Es ist wirklich weg. Das ist doof jetzt, ne? Hey, wo sind die ganzen Seemuscheln hin? Stimmt, hier ist die Wand ist auch weg und so. Sowas. Ach, er braut hier etwas. Mit Muscheln. Na, köstlich. Papa? Mein Sohn? Immerhin haben wir jetzt einen Plan, nicht wahr, Papa? Nun ja, zumindest einen halben. Wenn unser Schiff per Autopilot auf dem Weg nach Loruna ist und wenn wir Alex' Schiff reparieren können und er uns mitnehmen kann, dann müssen wir nur noch herausfinden, was wir machen, wenn wir dort sind. Richtig. Was ist los? Ich habe hier etwas vergorene Biomaterie gefunden, die perfekte enzymatische Grundlage für meine Rumpfpastenformel. Es gibt nur ein Problem.
Ich kann das Bindemittel erst dazu geben, wenn ich weiß, dass der pH-Wert perfekt abgestimmt ist. Sonst war alles für die Katz. Ja, das sieht schon wieder so köstlich aus, wenn ich mir vorstelle, dass da diese ganzen toten Fische gerade... Ach, na egal. Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer, dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der pH-Wert korrekt ist. Okay. Kannst du nicht einfach einen Geschmackstest machen? Meine Geschmacksknospen sind nicht empfindlich genug. Und außerdem habe ich da Gift reingetan. Was? Nun, das macht man, um Raumparasiten davon abzuhalten, die Paste anzuknabbern. Habe ich wohl aus Gewohnheit gemacht. Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Wie macht man das denn dann? Woher hast du das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermahlen. Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Da war gerade ein Fehler wieder in dem Bild. Da war die Wand wieder da und das kleine Mädchen lag auch wieder da. Woher bekomme ich mehr Calciumcarbonat? Gute Frage. Wenn ich nur noch eine einzige Muschel finden könnte, würde mir das schon weiterhelfen. Viel Glück, Papa. Wir müssen also eine Muschel finden. Das kriegen wir hin, glaube ich. Seht ihr? Hier stand gerade noch die Wand wieder. Egal. Passiert. Eine Muschel brauchen wir. Hat die vielleicht eine Muschel? Wir gehen erstmal hier lang. Dreckig, lausig, sadistisch. Ups. Oh, mein Liebling ist auch wieder hier. Ich habe eine ungewöhnliche Felsformation auf der Oberfläche entdeckt. Das ist kein Felsen. Es ist die verhärtete Haut meines Erbrochenen. Sag bloß, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe dich reden gehört. Du musst das nicht vor mir verstecken. Mit Menschen zu reden hat mir noch nie einen Vorteil gebracht. Vielleicht kriege ich einen Vorteil daraus. Keine Sorge, wo ich herkomme, habe ich schon seltsamere Dinge gesehen als sprechende Bäume. Oh, ich bin also ein seltsames Ding, ein Verrückter. Willst du mich vielleicht deswegen fällen, was? Und mich dann wahrscheinlich zu einem Stuhl verarbeiten? Nein, ja. Das habe ich damit nie und nimmer gemeint. Mir ist klar, warum du so sauer bist. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Weißt du irgendwas über Reparatur von Raumschiffen? Ich glaube alles nicht, oder? Außer das hier unten. Ha, mir ist klar, warum du so sauer bist. Das ganze Leben lang an einem Ort festzusitzen, wo man doch viel über die Welt sehen würde. Nein, das allein regt mich noch lange nicht auf. Dafür sorgen diese mörderischen Menschen, die uns fällen wollen. An einem Ort festzusitzen gehört schließlich zum Leben als Baum, Junge. Wem sollte das bitteschön nicht gefallen? Das stimmt wohl. Sprechen alle Bäume in diesem Land? Vielleicht nimmst du dir einfach mal die Zeit, mit ihnen zu sprechen, bevor du sie fällst, und dann weißt du Bescheid? Wir fällen doch gar keine Bäume. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Baum gefällt. Ach ja? Und wie bist du dann an Holz gekommen? Wir haben die Holz benutzt. Meine Mama hat einfach alles Nötige gestrickt. Ach, das ist das Angenehmste, was ich jemals gehört. Moment, woraus sind Ihre Stricknadeln gemacht? Plastik. Okay. Glaub ich zumindest. Weißt du irgendwas über die Reparatur von Raumschiffen? Nö, damit habe ich aber auch herzlich wenig zu tun. Oh, cooles Wortspiel. Klar, Baumwitze sind die besten. Unbedingt. Hast du vielleicht ein verrücktes Mädchen in zerfetzten Klamotten gesehen? Oh, bitte erwähne diese wahnsinnige kleine Göre nicht. Es macht mich krank, wenn ich daran denke, wie sie mich krank gemacht hat. Das hat sie ja leider wirklich, ne? Der arme, arme Baum. Warum hat sie dich krank gemacht? Sie wollte meinen Saft. Ich konnte sehen, wie sie ihn in einem Eimer sammelte. Oh, verflucht seien meine wertvollen Flüssigkeiten und ihre härtenden Eigenschaften. Ich glaube, ich muss mich mal schnell abspalten. Die Antwort sollte eigentlich Banane sein. Aber keine Sorge, Baumwitze sind ziemlich schwer. Okay. Können wir das denn hier irgendwie mitnehmen? Bleib wachsam, es könnte sich Essen in der Nähe befinden. Bin ich immer, Sir. Warte, nein, das wollte Bleib ich nicht. Bleib wachsam, es könnte sich Essen in der Nähe befinden. Bin ich immer, Sir. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Okay, ich dachte, das können wir vielleicht mitnehmen irgendwie. Warum auch immer. Gibt es hier sprechende Bäume? Nein? Gut. Ich kann dich hören.
Hier ist doch einer, der... Achso, nee, das war er wieder. Okay. Keine sprechenden Bäume in der Nähe. Das wäre jetzt aber auch ganz schön anstrengend. Was für ein interessanter Geruch. Er ist so ungewohnt. Mit jedem Baum hier zu sprechen. Kommt die Schlange jetzt wieder? Ich probier's mal. Was zum... Oh Mann, das ist ja unglaublich. Wie er sich freut. Eine echte, riesige Riesenschlange. Meine Mutter hätte mir das nie erlaubt. Es muss die im Falle eines Schlangenangriffs bitte in das Horn blasen. Gern geschehen. Genau. Curtis. Ich hasse es, dir das anzutun, mein Großer, aber... Ich habe was zu erledigen und daher keine Zeit für Spielchen. Wie er sich darüber gefreut hat. Endlich gefahren. Ist genau das Richtige für ihn hier. Abenteuer. Zu erleben. Hier gehen wir noch rein. Tut mir leid, die Schreinerei hat geschlossen. Es gibt keine Stühle mehr. Komm später. Oh. Was macht er denn? So ein Outfit habe ich noch nie gesehen. Wo hast du es her? Ach so, guck mal, er macht jetzt hier irgendwas mit Metall. Was steht da? Metall... Kann ich nicht mehr lesen. Aus dem Weltall. Aha. Ja, ja, schon klar. Du willst nicht sagen, wo du es her hast, damit nächste Woche nicht jeder mit so einem Fummel rumläuft. Jeder damit rumläuft? Er ist ziemlich cool, aber ich habe meinen eigenen Stil, also... Hallo, ich heiße Shay. Curtis. Peace. Ach, können wir einfach auch nochmal hoch in die Wolkenstadt? Die Leiter müsste ja immer noch da sein, oder? Was machst du da, mein Freund? Was machst du da? Kunst, geschmiedet aus Metall. Eigentlich arbeite ich ja mit Holz, aber weißt du, irgendwie wurde das zu einer Mode, dann begannen die Bäume zu sprechen und irgendwie war auch kein Geld damit zu verdienen, also wechselte ich zu Metall. Ist schon vernünftig, dass er das macht, aber innerhalb von einem Tag, naja, warum nicht? Und wie lange arbeitest du nun schon mit Metall? Oh, ich arbeite eigentlich schon immer mit Metall. Leider ist meine Ausrüstung erst heute angekommen, also saß ich wie auf Kohlen für ungefähr 6 Stunden. Was schmiedest du da? Nun, eigentlich bist du der Glückliche, der meine erste Schöpfung sieht. Eine gegossene, sammelbare Miniatur. Was? Sieht aber cool aus. Ist das süß? Ist das cool? Was ist los? Ist das süß? Süß? Nun, dem Katalog nach sollte es ein Zauberer sein. Es sieht aber mehr nach einem Kätzchen aus, das ein Buch liest. Ja. Verdammt, habe ich vielleicht die falsche Form bestellt? Sieht doch trotzdem niedlich aus. Du bestellst deine Form aus einem Katalog? Hey, ich habe gerade erst angefangen, klar? Das ist so, wie wenn man in einer Coverband spielt. Klar will ich mein eigenes Ding drehen. Irgendwann mal. Hast du noch andere Formen? Ich konnte mir nur die eine leisten. Meine Idee bestand darin, ein paar Zauberer zu verkaufen, um dann mehr zu kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser dämlichen Katze jemals eine neue Form bekomme. Ach, bestimmt. Gibt's bestimmt Leute, die eine kleine Katze mit Buch haben wollen. Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Glaubst du, du kannst einen Strahlenschutzanzug für mich herstellen? Wohin führt die große Leiter auf deinem Dach? Auf meinem Dach steht eine Leiter? Nun, sie geht eher durch dein Dach. Weiß nicht. Ich habe aber so eine Ahnung, dass Vella etwas damit zu tun hat. Ist Vella eine Freundin von dir? Nun, sie war ziemlich oft bei mir. Irgendwie stand sie auf meine Stühle. Na schön. Glaubst du, du kannst einen Strahlenschutzanzug für mich herstellen? Nö, ich mach doch keine Textilien. Aber wenn du nach einer guten Schneiderin suchst, dann würde ich mal in Wolkenheim nachfragen. Da machen sie tolle Sachen mit Federn. Also weißt du, wenn man auf sowas steht. Gut, viel Spaß noch mit den Metallarbeiten. Bis dann, Shay. Sie stand auf seine Stühle. Hier hat er wirklich nichts mehr mit Holz jetzt, oder? Oder? Was soll das hier sein? Ist das ein Tisch? Ein Rad? Keine Ahnung. Ja, ne? Dann können wir ja jetzt hier eigentlich dann mal hochklettern nach Wolkenstadt. Müssen wir scheinbar sowieso noch. Ich sehe aber, die Zeit ist schon wieder vorbei. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns in der allernächsten Folge erst wieder. Und ich sage euch Tschüssi und danke fürs Zusehen. Und ich freue mich schon, wenn wir Wolkenstadt untersuchen werden und dann hier hoffentlich mal
das andere Raumschiff zum Fliegen bekommen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.